Kommen wir noch mal kurz zurück zu der Unterstützungsgeschichte. Gibt es noch Formen von Unterstützung, die Sie sich vom Staat wünschen würden? Ja, also da würde ich mir schon einiges wünschen, schon vom Staat eigentlich schon, ja. Also ich finde schon, also in Bezug halt auch auf die Inklusion, denke ich, würde ich mir schon wünschen, dass halt auch die Inklusion halt auch vollständig umgesetzt wird. Also das, Und haben Sie wo ich da noch ein denke, Beispiel, was man machen könnte? ja, also dass es halt, wie gesagt, halt keine Berührungsängste halt mehr gibt, halt in Bezug auf Inklusion. Und das halt, wie gesagt, halt aber auch ganz selbstverständlich sein sollte. Und ich denke, da können die Politiker sich halt schon eine Scheibe davon abschneiden, finde ich. Also, dass sie halt schon versuchen können, da halt schon halt irgendwie was zu machen. Ja, Robert Hüppe hat ja irgendwie, hat ja auch gesagt, weiß nicht, ob Sie den kennen, den Robert Hüppe, der hat gesagt, wer Inklusion will, findet Wege. Wer Inklusion nicht will, findet tausend Gründe, warum es nicht funktioniert. Und ich denke, deshalb möchte ich auch gerne, dass halt der Staat auch dazu beiträgt, dass Inklusion einfach auch ganz normal sein sollte und ganz selbstverständlich. Dass man keine Berührungsängste hat. Was einfach ganz selbstverständlich sein sollte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an den Gut, wichtig, könnte ich vielleicht noch sagen, wichtig wäre natürlich halt auch das Geld, ja, die Finanzen, dass halt auch möglich ist, halt auch Finanzen aufzutreiben, Geld aufzutreiben, was natürlich halt auch wichtig ist.